Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront. Wir spielen eine Mission und zwar die Mission. War das jetzt? Hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. Ich höre dich noch. Du bist da. Laser ist hier mit am Start. Erklär du mal ganz kurz, was wir hier spielen. Wir spielen hier Schlachtfeld, glaube ich. Schlachtfeld auf Hut. Und ja, ist einfach nur ich gegen den Commander. Wer als erstes 100 Punkte erreicht hat, gewinnt. Wir haben mit KI eingestellt. Das heißt, wenn wir jemanden töten, muss es nicht gleich einer von uns sein. Also kann lustig werden, muss aber nicht. Ich würde dich gerne mal finden. Ja, ich würde mich auch wünschen, wenn ich mal überhaupt hier jemanden finde, weil bis jetzt war hier wirklich nur tote Hose. Oh, hier ist Wand. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr überhaupt seid. Auch keine. Ich habe da auch wirklich null Ahnung. Wie viele Soldaten hast du bei dir? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, 3. So, wir werden dich finden. Ich habe jetzt nicht hier. Was hast du? Ach, nichts. Ah, Mist. Das darf sich nicht wiederholen. Oh, was? Da vorne seid ihr schon. Was? Da kam er um die Ecke. Mit Sperrfeuer. Ich werd bescheuert. Nein. Und wo sind meine Kumpels? Auch alle tot. Alle tot. Respawn die, oder? Da respawnen die. Ja, gut, die sind schon wieder bei mir. Hast du die Star Wars Filme gesehen? Alle? 1 bis 6, 7 noch nicht. Ja, ja. Kennst du aus Das Imperium schlägt zurück, wo Luke Skywalker in dieser Höhle gefangen ist? Hm? In der Höhle war ich gerade eben. Wo er so ein Tier aufschlitzen musste. Also nee, wo Han Solo ein Tier aufgeschnitzt hat. Ja, oder? Genau, das ist das. Er ist ja vorher von diesem Yeti-Viech gefangen genommen worden. Wir werden euch alle auslöschern, ein für alle Mal. Ich glaub's aber auch nur du. Oder besser gesagt, du und welche Armee. Nein, nicht schon wieder, du Penner! Scheiße. Du und welche Armee? Die Armee der lebenden Toten, Alter. Pass auf, ich erwecke sie zum Leben und dann werden sie sterben. Für mich. Wir sind hier bei Star Wars und nicht bei Herr der Ringe. Ich weiß. Ich mag Herr der Ringe. Ja. Ich seh euch immer viel zu schlecht. Oh ja, dadurch haben wir uns kennengelernt. Schön. Herr der Ringe, Krieg im Norden. Schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie oft durchgespielt. Oh, habe ich wieder einen von dir weggepumpt. Oh, oh, oh. Nein, nein, ja. Ich habe dich fast runtergekriegt auf 14. Was ist da mit mir los heute? Oh, so ein Dreck. Ohne Scheiß, Leute, das tut mir jetzt ernsthaft leid, dass ich hier so gnadenlos versage. Aber mein verehrter Freund und Kollege, Prinzessin Lillifee, spielt das Spiel schon ein bisschen länger als ich. Ey, die paar Tage. Oh, was? Was soll denn der Scheiß? So, das ist einer von mir. Was soll denn der Dreck? Vor allem, ich finde die Karte hier viel zu groß, muss ich sagen. Ja. Man, das dauert immer ewig, bis man irgendeinen der gegnerischen gefunden hat.
Ja, aber wenn man sich vernünftig anstellt, dann geht's eigentlich. Such mich mal. Mach ich doch schon. Was? Du hässlicher! Und schon wieder, ich bin durch deine Du hast da, wo ich spawn, eine Annäherungsbombe hingepackt. Woher weißt du, wo ich spawn, du Penner? Keine Ahnung, ich hab einfach gemacht. Aber gut zu wissen. Ich hab grad mal. Oh, Leute. Hast du noch nicht mal einen von meinen Leuten umgebracht? Doch, zwei Stück. Gerade eben. Du musst diese Punktdinger einsammeln. Ja. Da kam ich leider Gottes nicht mehr zu. Ärgerlich. Ärgerlich ist ja kein Ausdruck. So. Oh. Ich werd beschossen. Ja, von mir! 17%, ich glaub's ja. Da hat er's geschafft. Ah, naja, einmal gönn ich's dir. Du hast mir schon, ja, richtig leid getan, ne? Nein, ich hätte das... Oh Mann, was soll denn der Kack? Hab ich dich erwischt? Du alte Knackwurst, ey. So, da haben wir den nächsten. Ich wurde gerade auf den ich hab gerade auf den Verbündeten geschossen, war das schlau? Boah. Oh, 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 oh. Ah, Mist. 9%. Danke. So. Aber ich weiß nicht, wozu dieser Balken ist, der immer rundherum läuft. Keine Ahnung. In der Mitte. Wer es weiß, kann es ja mal in die Kommis schreiben. Habe ich dich erwischt? Nicht, nö. Ich habe aber gerade deine ganze Armee ausgelöscht. Alle. Und ich habe dich ausgelöscht. Ja, ja. Das werden wir ändern. Wir werden kämpfen und siegen. Für die Rebellion. Bezweifle ich sehr, sehr stark. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Niemals. Jeder liebt Cookies. Die imperialen Soldaten sind ja eigentlich nicht auf der dunklen Seite der Macht. Die werden ja einfach nur angeheuert. Also du sprichst jetzt vom 7. Teil. Oh, so. Da hat er mich erwischt. Die KI-Kollegen sind auch ziemlich dämlich, oder? Ja, genauso wie du. Da ist halt KI, was erwartest du da? Oh, was, da bist du? Warum spawnst du da oben? Wer sagt, dass ich da gespawnt bin? Weil ich dich umgebracht habe. Und in der Höhle kannst du nicht gespawnt sein, weil ich durch die Höhle durchgelaufen bin. Oh, jetzt hab ich deine ganze Armee ausgelöscht, ein nach dem anderen. Ich glaube sogar du warst dabei, oder? Habe ich dich mit umgelegt? Gerade eben? Nee, das ist schon ein bisschen länger her. Durch Explosionen? Nee, das war ich nicht. Achso. Weil ich hab dafür gut Punkte gekriegt. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Oh. Wo seid ihr scheiß Imperialen? Ey. Irgendwie muss ich ja auch mein Geld verdienen. Was? Ich wollte dich gerade schlagen, aber da war dein scheiß Schutzschild im Weg. Das wird wohl nichts mehr mit uns. Das wurde noch nie was mit euch.
Meine Jungs laufen mir einfach durch die Gegend. Oh was, Mann, ich hasse dich. Du hast gleich gewonnen. Echt? Boah. Und das soll die Mission sein? Das sind Missionen. Ist ja langweilig. Es gibt unterschiedliche Missionen. Es gibt Training, denn das. Und dann gibt's noch Überleben, wo dann verschiedene Wellen kommen. Auf mich wird geschossen! Komm her! Du Afro-Neger! Oh was, ich hab dich fast... Oh Mann! Ja, ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Tja, da kannst du nichts machen. Des guten Glaubens willen habe ich jetzt den Endscreen nicht übersprungen. Ja, ich habe eine Trophäe erhalten, so eine Scheiße aber auch. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Sehr kurz und knapp, aber war ein kleiner Einblick in die Mission. Und ich würde sagen, du sagst ja dazu jetzt noch mal etwas. Daumen nach oben. Alles klar. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, kommentiert mein Video, gebt mir einen Daumen, gebt mir ein Abo. Schaut bei uns im Forum vorbei, ganz wichtig. Meldet euch im Forum an, wenn ihr Bock habt, mit uns zusammen in der Community zu spielen. Und eigentlich habe ich dazu nicht mehr zu sagen, außer wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Wieder mit dabei, Prinzessin Laser. Jo. Alles klar, haut rein, Leute. Ciao.